Wie weit kommt man mit Muskelkraft? Diese Frage wollen am 1. Juli-Wochenende 9 Fahrerinnen und Fahrer erneut versuchen zu beantworten und die Grenzen des Möglichen weiter verschieben. Für diese Fahrten wurde das Testgelände, das ATC, in Aldenhofen angemietet, wo die Fahrerinnen und Fahrer bis zu 24 Stunden am Stück ungebremst fahren können. Um diese Rekordversuche zu ermöglichen, ging es am Samstag früh los, um alles vorzubereiten. Dabei wurde nicht nur die Zeitmessung aufgebaut, sondern auch die Sportler und Helfenden final instruiert. Vielen, vielen Dank für die viele Arbeit, die hier gemacht wird. Ich hoffe, es wird eine richtig coole Veranstaltung. Ich hoffe, das trägt sich einfach ein Stück weiter. Und ich hoffe, dass es gut Sport gibt. Ja? Und in diesem Sinne, uns allen alles Gute. Ganz herzlichen Dank. Das Catering hat für alle Brötchen geschmiert und die Kaffeemaschine auf Hochtouren laufen lassen, damit am frühen Morgen auch alle gut in Schwung kommen. Das Wetter ist an diesem Morgen grau, feucht und die Haare wehen kräftig im Wind. Trotz des Wetters und der vielen verschiedenen Dinge, die noch zu erledigen sind, bleibt natürlich etwas Zeit, dem Geburtstagskind Johannes ein Ständchen zu singen. Ich habe auch extra schwarzes Tape mitgebracht. Ich glaube, das ist sogar das Gleiche. Nachdem die Fahrerinnen und Fahrer die letzten Vorbereitungen getroffen haben, erhalten sie von der Zeitnahme die Startfreigabe für ihren Rekordversuch. Viel Erfolg! Ruben Schütze hat gerade als erster Fahrer seinen Rekordversuch gestartet und dreht nun seine ersten Runden. Währenddessen schließen die anderen Fahrer noch ihre letzten Vorbereitungen ab und werden ihm dann auf der Strecke Gesellschaft leisten. Ruben ist mit seinen 26 Jahren der jüngste Fahrer an diesem Wochenende. Er fährt seit gut 2 Jahren Velomobil und ist mit seinem Milan SL unterwegs, den er auch sonst im Alltag fährt. Er wird versuchen, den bestehenden 24-Stunden-Weltrekord zu verbessern, der derzeit bei 1219 Kilometern liegt. Das entspricht einer Durchschnittsgeschwindigkeit von über 50 km/h. Als zweiter startet Ralf Würtele seinen Rekordversuch mit dem ersten gebauten Alpha W9. Ralf wird versuchen, den 12-Stunden-Rekord zu verbessern, welcher aktuell bei 676 Kilometern liegt. Mit seinen 60 Jahren gehört er bereits zu den Senioren unter den Startern an diesem Wochenende. Während die ersten schon auf der Strecke sind, treffen weitere Fahrer ein. Hier aktuell Matthias König. Da Matthias den 6-Stunden-Weltrekord angreifen will, ist er mit seiner Startzeit flexibler als die Fahrer der längeren Rekordfahrten und konnte somit länger als die anderen schlafen. Nach einer letzten Verabschiedung für die voraussichtlich nächsten 6 Stunden geht es jetzt auch für Heiner Neumann mit seinem Bök los. Heiner ist mit seinen 62 Jahren an diesem Wochenende der älteste Starter. Ob er den jungen Wilden zeigen kann, wo der Frosch die Locken hat? Wir werden es sehen.
Holger Seidel ist an diesem Wochenende ebenfalls mit einem Bök unterwegs. Dieses wird mit viel Tape verschlossen, um eine möglichst gute Aerodynamik zu erhalten, die über das Erreichen eines neuen Weltrekordes entscheiden kann. Holger hat dieses Rekordwochenende als Hauptverantwortlicher organisiert und sich neben Familie und Job auf diesen Rekordversuch vorbereitet. Ja, Holger Seidel aus Braunschweig und ich versuche die 24 Stunden hier. Also den Rekord von Christian von Ascheberg. Bei wie vielen Kilometern liegt aktuell der 24-Stunden-Weltrekord? 1219. Genau, das versuche ich zu knacken. Wie hast du dich auf dieses Event vorbereitet? Na, die Vorbereitungen laufen jetzt seit November. Vom Training her seit November. Das Fahrzeug haben wir parallel dann immer vorbereitet. Da liefen nochmal Optimierungen im Hintergrund. Ich war das Bülk, bin ich letztes Jahr schon gefahren, aber jetzt hier für die 24 Stunden nochmal das Letzte rausgeholt, was so das Thema Aerodynamik angeht. Also das ist nochmal viel wichtiger hier auf der Bahn, als man einen Rekord auf der Straße fährt. Was waren die Schwierigkeiten in der Vorbereitung für dieses Event? Na, die Schwierigkeit hier, ich kannte die Strecke überhaupt nicht. Die Leute sitzen alle irgendwo in Deutschland verteilt. Und alle zusammenzubringen, um am Ende dann zu sagen, das Bild läuft optimal. Also das heißt, wir haben eigentlich auch bis zur letzten Minute hier noch zu tun. Und ja, Martin, Roland, die arbeiten ja alle noch draußen. Ja? Das heißt, bis kurz vorm Start werden die hier rödeln. Was bedeutet Velomobilfahren für dich persönlich? Für mich heißt es einfach ein Stück weit Unabhängigkeit, große Fahrdynamik, ja, einfach das Tempo, was mich nochmal mehr reizt als beim normalen Rennradfahren. Dem aber gegenüberstehend dann, dass es doch ziemlich allein ist, was man da tut. Ne? Und 24 Stunden wird, glaube ich, eine richtige Herausforderung. Ja. Als einzige Fahrerin an diesem Wochenende ist mittlerweile auch Niki Walde mit ihrem Spezial M auf der Strecke unterwegs. Niki hat bereits einen 24-Stunden-Weltrekord aufgestellt und konnte dabei einige Erfahrungen bei Rekordversuchen sammeln. An diesem Wochenende wird Niki versuchen, den 12-Stunden-Weltrekord zu verbessern, welchen sie bereits während einer ihrer 24-Stunden-Weltrekordversuche nebenbei gebrochen hat. Dieser liegt bei 601 Kilometer, was einem Schnitt von guten 50 Kilometern pro Stunde entspricht. Stopp, stopp, stopp! Stopp, stopp, stopp! Wir warten eben noch auf das W9. Ist okay, Daniel? Daniel Fenn musste noch schnell warten, bis die Strecke frei war, um zu starten. Er ist nun als Sechster mit seiner selbstgebauten Pippi auf der Strecke, welche Daniel speziell für sich auf Maß konstruiert und gebaut hat. Damit will er direkt den 6, 12 und 24 Stunden Weltrekord angreifen. Während die einen schon Rekordversuche angreifen und Runde um Runde auf dem Oval drehen, lädt Matthias seinen Snook aus und bereitet sich langsam auch auf seine Fahrt vor. Inzwischen ist auch Wolf Kraneis auf der Strecke und fährt mit den anderen fleißig um die Wette. Wolf versucht den 12-Stunden-Weltrekord zu verbessern, dabei ist er ebenfalls wie Ruben Schütze mit einem Milan SL unterwegs. Wolf hat den 12-Stunden-Weltrekord bereits 2014 gebrochen und auf 676 Kilometer gebracht, welcher seitdem ungebrochen ist. Das ist ein Rennrad. Das hier auch. Und das hier ebenfalls. Aber warum sehen Rennräder so aus? So entsprechen sie dem Reglement der UCI, die für einen chancengleichen und sicheren Wettkampf sorgt. Hierdurch werden die Sportler und nicht das Fahrrad in den Vordergrund gestellt. Was wäre, wenn man sich von allen Reglements befreien und versuchen würde, ein Fahrrad zu bauen, das so effizient wie möglich ist? Da der Luftwiderstand mit zunehmender Geschwindigkeit immer größer wird, versucht man, die Frontfläche klein zu halten und für eine möglichst gute Umströmung zu sorgen.
Dies wird durch eine aerodynamische Verkleidung erreicht, die beim Velomobil eine selbsttragende Karosserie ist. Dadurch kann man auf einen zusätzlichen Fahrradrahmen verzichten. Damit man beim Anhalten nicht umfällt, weil die Füße aufgrund der aerodynamischen Verkleidung nicht mehr den Boden berühren können, haben Velomobile in der Regel 3, manchmal 4 und nur selten 2 Räder. In der Regel sind die Vorderräder für die Lenkung und die Hinterräder für den Antrieb zuständig. Aus Komfortgründen und zur Verbesserung der Straßenlage sind normalerweise alle Räder einzeln gefedert. Velomobile sind jedoch nicht geländegängig und fahren daher überwiegend auf asphaltierten Straßen und meiden gerne Kopfsteinpflaster. Heutzutage sind Velomobile überwiegend aus Carbon gefertigt und erreichen, je nach Modell und Ausstattung, ein Gewicht von 20 bis 30 Kilogramm in fahrbereitem Zustand. Es werden gewöhnliche Fahrerteile verbaut, hinten zum Beispiel eine Mountainbike-Schaltung, um in allen Geschwindigkeitsbereichen einen passenden Gang zu haben. Vorne werden meist Kettenblätter zwischen 32 und 80 Zähnen verbaut. Vorder- und Rücklicht, Blinker, Bremslicht und Spiegel ermöglichen eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr. Die Fallverkleidung sorgt dafür, dass man bei Regen kaum etwas abbekommt. Aber trocken bleibt man meist auch nicht, denn wer fährt, schwitzt. Der Einsatzbereich von Velomobilen ist vielfältig und die wenigsten nutzen sie als reine Rennsemmeln. Die meisten verwenden sie als Autoersatz und pendeln damit zum Beispiel zur Arbeit, erledigen damit ihre Alltagswege, fahren zum Spaß in der Freizeit oder gehen damit auf Reisen. Letzteres funktioniert mit einem Velomobil sehr gut, da man viel Stauraum hat und nicht nur den Arbeitslaptop, sondern auch die benötigte Campingausrüstung mitnehmen kann. Um die Fahrer bestmöglich zu unterstützen, kommunizieren die Teams während der Fahrten regelmäßig mit den Fahrern. Da das Team von Ruben Sprachnachrichten genutzt hat, können wir nun reinhören und schauen, wie es Ruben auf den ersten Stunden seiner Fahrt so ergangen ist. Jo Leute, mir geht's gut. Wollte mich ja mal rückmelden. Mein Puls ist immer so zwischen 120 und 130. Durchschnittsleistung fast 180 Watt. Aber das liegt auch ein bisschen wegen der Beschleunigungsrunde. Und weil ich einmal überholt habe und dann ein bisschen Panik in der Kurve hatte, wollte ich schnell vorbei. Meine Wattmessung spinnt leider jetzt ein bisschen. Die setzt einfach mal wieder aus. Mir geht es soweit ganz gut. Ist erträglich, ist nicht so warm. Jetzt fahre ich ja gerade 60 in der Kurve, weil Wind ist schon sehr stark enorm. Deswegen variiert die Geschwindigkeit auch immer. Also wenn der Wind von hinten kommt, dann geht das so über 60. Und wenn der Wind von vorne kommt, so über 50, 54 so. Und jetzt mit dem Regen tendenziell noch ein bisschen langsamer. Achso, ich fahre gerade einen Schnitt von 57,8. Wollte ich euch nur sagen. Puls ist noch ganz gemütlich. Wackelt ganz schön hier. Die Spur zu halten ist gar nicht so einfach. Von den Streckenposten kommt die Rückmeldung, dass du die Kurven theoretisch noch enger nehmen kannst. Du kannst da noch ein bisschen was sparen. Warum kann Ruben etwas Zeit sparen, wenn er die Kurven etwas enger nehmen würde? Das liegt an dem System, was die Rundenzeiten misst. Dies arbeitet mit einer definierten Rundenlänge, welche der kürzesten Strecke auf dem Oval entspricht. Daher kann Ruben Zeit sparen, wenn er die Kurve möglichst eng fährt. Ulf Kraneis ist zurück in die Box gefahren und macht noch ein paar Anpassungen an seinem Velomobil. Auch das Helferteam ist noch fleißig am Bauen und improvisiert gerade einen Wind- und Wetterschutz für die Zeitmessung. Daniel Fenn hat seinen Rekordversuch vorzeitig abgebrochen. Es fehlen noch ein paar Anpassungen, bis er und Pippi gemeinsam auf Rekordjagd gehen können. Pippi wurde erst kurz vor diesem Rekordwochenende fertig. Was ist dies hier überhaupt für eine Strecke vom ATC und warum fahren wir ausgerechnet hier? ATC steht für Altenhofen Testing Center und befindet sich zwischen Köln und Aachen und bietet verschiedene Teststrecken, welche eigentlich für Kraftfahrzeuge gedacht sind. Das große Oval ist mit seinen Steilkurven bestens für dieses Rekordwochenende geeignet. Aber warum mietet man solch eine Teststrecke für Rekordversuche mit Fahrrädern? Bei den Geschwindigkeiten durch die hervorragende Aerodynamik entstehen auf einer Radrennbahn zu hohe Kräfte, sodass der Rollreibungswiderstand zu groß für Rekordfahrten wird.
Zudem legt der aktuelle Weltrekord für 24 Stunden in der Kategorie Vollverkleidet bei 1219 Kilometer. Dafür müsste man auf einer Radrennbahn über 3000 Runden innerhalb von 24 Stunden zurücklegen. Auf dem Oval, das ATC, sind es immerhin nur 500 bis 600 Runden. Ulf Kraneis ist wieder auf dem Oval unterwegs und dreht mit den anderen Runde um Runde. Mittlerweile sind erneut dunkle Wolken aufgezogen und es hat angefangen ordentlich zu regnen. Keine guten Bedingungen für Rekordversuche, denn der Regen erhöht nicht nur die Rollreibung, sondern stört auch die Aerodynamik der Velomobile. Hoffentlich lässt der Regen bald wieder nach. Während es regnet, die Fahrer ihre Runden drehen und die Helfer versuchen, einen möglichst geschützten Bereich zu finden, schauen wir uns an, was Ruben kurz vor seinem Start des Rekordversuchs zu sagen hatte. Startbereit. Hör nicht viel. Moin, ich bin der Ruben. Erste Probefahrt heute. Gucken, ob das Setup läuft oder noch was? Nie getestet vor der Setup. Heute ist der erste Tag bei der Rekordfahrt. Aber Regulator hinten, Bodenfreiheit so viel wie ein Finger. Vorne Scheiben, vorne fahre ich ProOne TT, hinten Vittoria Corsa Speed. Ja, ich habe vorne noch ein zweites Nackerduct. Hier die Belüftung, weil es ja heute so warm ist. Hier auch meine Rennhaube. Auch sehr besonders. Spiegel habe ich nicht, dafür habe ich ein Kamerasystem. Hier ist die Kamera, da, das ist der Transponder und drin habe ich ein Display. Herr Ruhm, wie hast du dich auf dieses Event vorbereitet? Naja, ich fahre einfach viel. Ich bin auch beim Brelinger Berg wieder mitgefahren vor 2 Wochen und Super Berlin Express und ich bin auch schon 10 Stunden am Deich gefahren. Das war auch ganz einfach. Das ist einfach, aber ja. Leistungstechnisch sollte das funktionieren. Was sind die Schwierigkeiten, die du bei 24 Stunden und so einem Rekord siehst? Also hier auf der Strecke natürlich, dass es nicht langweilig wird, dass man nicht müde wird. Ich habe Koffein mit, insgesamt 1000 Milligramm. Werde ich aber hoffentlich nicht alles rauchen müssen. Also immer 200 Milligramm auf einmal in einer Portion. Dass man genug isst und trinkt. Ich habe einen 5-Liter-Kanister mit Wasser und ISO. Ja. Ich habe 2 Kanister, ich tausche dann. Und ich habe Hafer, so Cliff Bar-Riegel selbst gemacht. Und dann noch für später Gummis. Und so ein paar Liquids habe ich auch noch. Ja, sollte reichen. Was bedeutet Velomobilfahren für dich persönlich? Spaß, Nervenkitzel und auch. Das ist für mich auch mein Alltagsfahrzeug. Was machst du damit alles im Alltag? Spaß haben und zu meiner Mom fahren vor allen Dingen. Da muss ich nicht mehr mit dem Bus fahren, nicht mit dem Zug. Genau. Noch während es regnete, haben Wolf Kraneis und Heiner Neumann ihre Rekordversuche abgebrochen. Matthias König ist jetzt startbereit für seinen 6-Stunden-Rekordversuch mit seinem Snook. Matthias hat bereits mehrere Weltrekorde aufgestellt und somit einiges an Erfahrung. Heute versucht er in 6 Stunden mehr als 376 Kilometer zu fahren, was einem Durchschnitt von knapp 63 km/h entspricht. So Leute, ich fahre jetzt nächste raus, okay? Wisst ihr Bescheid? Matthias ist gerade gestartet und Ruben hat sich für seinen ersten Boxenstopp angekündigt, jetzt wo er und sein Team freie Bahn in der Boxengasse haben. Das ist eine der heißen Phasen für das gesamte Team. Die Zeit vom Rekordversuch läuft weiter.
also möglichst keine Zeit beim Boxenstopp verlieren. Der Boxenstopp wird hauptsächlich dafür gemacht, dass Ruben eine kurze Biopause bekommt. Währenddessen prüft sein Team das Fahrzeug und alle Bordmittel. Heißt, sehen noch alle Reifen gut aus und haben diese noch genügend Druck? Wie sieht es mit dem Proviant aus? Was muss nachgefüllt werden? Auf jeden Fall wird sein 5 Liter Trinkkanister getauscht, damit Ruben für die nächsten Stunden wieder genügend zu trinken dabei hat. Ruben ist von seiner Biopause wieder zurück, während sein Team noch ein paar letzte Handgriffe erledigt. Ruben tapet sich vor der Weiterfahrt noch schnell die Füße, um kommenden Fußschmerzen möglichst gut vorzubeugen. Dann viel Spaß, viel Erfolg. Weiter so wie bisher. Ja. Kannst du auf alle Fälle vorfahren. Ja. Kurz darauf startet nun auch Melchior Pope mit seinem M5 Carbon High Racer. Er fährt als einziger an diesem Wochenende ein unverkleidetes Liegerad. Aufgrund des Wetters will Melchior nach ein paar Runden urteilen, ob er die Chancen für realistisch empfindet, einen Rekord zu brechen. Falls ja, dann wird er direkt weiterfahren. Das Ganze ist vor allem vom Wind abhängig und wie sehr er davon ausgebremst wird. Auch gegen weiteren möglichen Regen hat er keine schützende Carbonschicht um sich herum und ist somit den äußeren Bedingungen am meisten ausgeliefert. Er wird erstmal versuchen, den 6-Stunden-Rekord von 233 Kilometern zu knacken. Danach will Melchior spontan schauen, ob er weiterfährt und den 12-Stunden-Rekord ebenfalls angreift. Dieser liegt aktuell bei 432 Kilometer, was einem Schnitt von guten 36 km/h beträgt. Melchior ist an diesem Wochenende als 9. und somit letzter Starter auf die Strecke gegangen. Damit so ein Event stattfinden kann, benötigt es nicht nur Fahrerinnen und Fahrer, sondern auch viele Helferinnen und Helfer. Diese haben nicht nur die Aufgabe, während der Fahrt die Sportler zu beobachten, dass auch alles nach den Regeln der Rekordverbände abläuft, sondern es benötigt auch eine genehmigte Zeitmessung, welche während der gesamten Zeit betreut werden muss. An diesem Wochenende sind somit rund um die Uhr in verschiedenen Schichten immer mindestens 5 Leute beschäftigt, welche an bestimmten Positionen der Strecke verteilt ihre Position haben. Zudem gibt es für alle Helferinnen und Helfer, die Teams und Fahrer ein zentrales Catering, welches mehrfach am Tag verschiedene Mahlzeiten anbietet. Die Fahrer mussten sich für ihre Rekordversuche eigenständig ein Team zusammensuchen, wenn diese ein Team haben wollten. Abseits der Teams unterstützten insgesamt rund 30 Helferinnen und Helfer diese Rekordversuche ehrenamtlich. Anfallende Kosten, wie benötigte Übernachtungen, die Lebensmittel für das Catering sowie die Miete der Strecke wurden über die Startgelder und Sponsoren gedeckt. Nun legt auch Ralf seinen ersten Boxenstopp ein, um eine kurze Biopause zu machen. Direkt.
Dann nehmen wir den kurz hier und halten gleich, ja, bevor es wegweht. Dann nehmen wir die Flasche zum Abduschen und dann die, andere Trinkflasche. Nimm doch so gut aus. Sieht aber gut aus. Einfach weitermachen, Ralf. Währenddessen werden seine Vorräte durch sein Team neu aufgefüllt und er erfrischt sich mit Hilfe einer Flasche Wasser. Nach kurzer Zeit fährt Ralf weiter, um seine nächsten Runden zu drehen. Anderthalb Stunden haben die Sportler Runde um Runde auf dem Oval gedreht und es ist nichts Besonderes passiert. Mittlerweile ist es 18.30 Uhr und der erste Rekordfahrer ist somit schon über 8 Stunden auf der Strecke. Auch Ralf ist seit ziemlich genau 8 Stunden an seinem Rekordversuch. Er hat jedoch den Entschluss gefasst, diesen vorzeitig abzubrechen. So. Geht nicht mehr, oder? Das wird schon okay vorbei, aber das bringt ja nichts. Ja, okay. Also ich kann überhaupt nicht mehr motorisieren, dann habe ich gelegen, ich nehme Kreislauf, das ist ja schlimm. Ja, ja. Die 6 Stunden, da habe ich ein bisschen drauf gecatcht und deswegen, das war viel zu schnell. Da sind wir wieder zu erholen. Wenn die Binnecke vorbeifährt und bin hinterher fahren. Ich hab der Frau versprochen, ich mache das so, dass ich hinterher. Das macht Sinn. Gesund bin. Ja. Kurze Zeit später kommt Matthias in die Box, um einen kurzen Stopp zu machen. Er hat kräftige Schmerzen in den Füßen und wechselt daher die Schuhe, in der Hoffnung, dass dies die Schmerzen für die restlichen Stunden seines Rekordversuches etwas abschwächt. Während seinem Stopp wird er von seinem Team und einigen anderen umsorgt und kann nach kurzer Zeit wieder weiterfahren.
Somit fahren aktuell noch 5 Fahrerinnen und Fahrer auf dem Oval ihre Runden. In der Zwischenzeit hat sich Heiner wieder frisch gemacht und etwas von seinem Rekordversuch erholt. Nun erzählt er uns einiges über sich und seinen Rekordversuch. Ich bin Heiner Neumann. Ich war letztes Jahr im Support-Team von Holger bei der Nord-Süd-Fahrt und habe dann am Anfang des Jahres, als es hieß, es könnten hier bei dem Rekordversuch andere Leute auch mitnehmen, dachte ich, unterstütze ihn wieder, indem ich ein Ticket ziehe. Bei der WUKA gab es keine existierenden Rekorde in meiner Altersklasse von über 60. Und deswegen habe ich gedacht, dann fahre ich 6 Stunden. Ich habe das erste Velomobil gekauft zum Pendeln. Da hatte ich einen Arbeitsweg von 40 Kilometer an One Way. Ich habe das Bild ein bisschen modifiziert. Ich habe sonst eine Randonneurschaltung gehabt mit einem 70er Kettenblatt und einer 40er Kassette und habe jetzt ein 65er Kettenblatt und eine 36er Kassette drin, damit ich die kleineren Abstufungen habe. Das hat sich in den letzten Wochen auch auf dem Weg zur Arbeit ganz gut bewährt. Und jetzt habe ich einen MK7, der als Randonneur wird. Mit dem möchte ich nächstes Jahr Nordkap Tarifa fahren. Und wenn ich gesund bleibe, wird das auch gehen. Dass man in meinem Alter nicht mehr garantiert kriegt, dass man nächstes Jahr noch gesund ist, ist ein anderes Ding. Aber so war ich hier, habe die 6 Stunden angefahren und nach 2,5 Stunden hatte ich einen Hänger. Und dann habe ich bis kurz nach 3 Stunden gebissen und dann kriegte ich mein Koffeingel zu fassen. Das hat mir dann noch mal eine gute halbe Stunde gutes Fahren beschert. Und dann wurde ich wieder ein bisschen müder und der Rücken zwackte. Und dann kam dieser Regenschauer, wo ich dann einmal überhaupt nichts gesehen habe und gedacht habe, oh, ist das spooky. Und hatte das Gefühl, die 4 Stunden könnten voll sein. Aber es war so schlechte Sicht, dass ich nicht mal mehr ablesen konnte, dass zu den 4 Stunden noch 1,5 Runden gefehlt hatten. Also habe ich 3 Stunden 57 irgendwas gefahren, aber es sind 215 Kilometer geworden und damit bin ich total zufrieden. Holger macht aktuell seinen 2. Boxenstopp. In der Zwischenzeit ist Daniel Fenn noch einmal gestartet und fährt mit dem Alpha W9 von Ralf Würtele. Er hat eine Kamera am Heck von seinem Velomobil, wodurch wir uns nun das Geschehen direkt von der Strecke aus voller Fahrt heraus anschauen können. Die Rekordversuche fanden an diesem Wochenende sehr spontan nicht unter der WUKA, sondern der IHPVA statt. Die IHPVA hat im Gegensatz zur WUKA keine Altersklassen, in denen Ralf, Heiner und Wulf hätten starten können. Trotz der fehlenden Altersklassen und ihren damit geringeren Chancen auf einen neuen Rekord sind sie dennoch gestartet. Wie es der Zufall so will, gibt es genau diese Sequenz auch von neben der Strecke gefilmt. Niki hat jetzt auch ihren Rekordversuch abgebrochen. Sie hat in wenigen Tagen einen wichtigen Termin, bei welchem sie fit sein muss, und will daher nicht zu weit über ihre körperlichen Grenzen gehen. So, nächste, fahr ich raus. Macht euch in Position. Ich möchte gerne unterm Zelt parken wegen dem Regen. Bis gleich. Bin ich mal da? Wie fahre ich im Kreis immer? Brille? Ja, genau. Rausfahren. Ja, es ist
jetzt so die Grenze und bei schön trocken machen. Ab auf Toilette. Auf los. Toilette. Danke, danke. Jacke. Okay. Halt. Das geht, willst du Schuhe? Schuhe? Jetzt zu spät. Okay, danke. Powerbank ist getauscht. Wie Ruben es eben gesagt hat, fängt es wieder leicht an zu regnen. Er hat jetzt bereits rund 600 Kilometern in den Beinen mit einem Schnitt von deutlich über 55 km/h seit Beginn seines Rekordversuchs. Der Boxenstopp soll ähnlich ablaufen wie der letzte vor einigen Stunden. Ruben geht schnell aufs Klo, währenddessen wird alles aufgefüllt, also nicht nur Essen und Trinken, sondern auch zum Beispiel die Powerbank gegen eine volle getauscht. Dazu wird noch sein Fahrzeug gecheckt, ob alles in Ordnung ist. Dann kann Ruben auch schon wieder auf die Strecke gehen. Moin! Wann bin ich mal da? Es geht hier mal im Kreis. Du kommst alles nicht vom Fleck, ne? Warum? Das ist super. Was ist das? Geil, echt? Danke. Ja, ich darf mal leisten. Ganz kurz setze ich mich mal hin. Ich lasse deinen Kopfhörer drin. Ja, dann die Schuhe aus. Genau. Lächeln und winken. Ach, haben generell wir das? Könntest du mal ein bisschen mehr grüßen, ne? Also, ja, echt scheiße. Ja, soll ich noch rufen? Da ist der Akku alle. Akku ist voll. Bei 900 Kilometer wechselt sich Akku alle. Ach, wir haben ja kontrolliert. Bananen, wie viele willst du haben? Und dann langsam dein Frontlicht an. Ach, rein. Egal, das ist auch weiter so. Die Orakel. Ja? Weiter. Also bei 900 Kilometer, ich sag da mal Bescheid, Kleidung, ne? Kleidung, ja. Wegen dem Salz. Eine kurze Info noch. Wir haben Schwierigkeiten mit den Grablichtern. Die gehen wieder nicht mehr aufgeblasen. Ist das ein Problem? Aber mich nicht. Wir haben ja auch Licht. Ja. Ja. Alles gut. Weiter geht's. Ist doch schon im Tag. Ja, so. Da der Spruch über. Ja, du kannst fahren. Okay, Dankeschön. Super! Hey. Aktuell sind alle vier verbleibenden Fahrer auf der Strecke unterwegs. Matthias ist kurz vor dem Ende seines 6-Stunden-Rekordversuchs. Sein Team zeigt ihm vom Rand der Strecke unter anderem die gefahrenen Kilometer an und wird gleich durch eine Glocke seine letzte Runde einläuten. Somit weiß Matthias, dass es für ihn in den Endspurt geht. Matthias hat eben seine letzte Runde für den 6-Stunden-Weltrekord absolviert und rollt nun eine finale Runde aus, um dann in der Boxengasse auszusteigen. Er ist in 6 Stunden rund 390 Kilometer gefahren, was einem Durchschnitt von ca. 65 km/h entspricht und über 2 km/h schneller ist als der aktuelle bestehende Weltrekord. Lasst uns nun betrachten, wie er in der Boxengasse ankommt und wie es ihm nach dieser Fahrt geht. Respekt! So, ich hab euch gut. Ja, auf die Grenze. Hoch. Geht das schon? Nein, da muss ich erst den Helm abmachen. Super! Das ist nicht knapp. Das hat auch ganz schön Gas gegeben. Wie kann das nur sein? Alter. Ich weiß nicht, wie ich das nicht mache. Nun war das eine Berg- und Talfahrt, ey. Mein Tacho hat mal wieder nicht so gut funktioniert. Nee, hast du schon. Ich war irgendwie bei 61er Schnitt. Das wäre aber frustrierend gewesen. Ja, ich hatte schon gedacht, wenn ich im höchsten Gang bin und irgendwie 80 Umdrehungen trete, ja, dann kann ich nicht nur irgendwie 65 fahren. Das ist cooler. Ja. Krass, ich muss gerade meine Füße irgendwie. Du warst
Brauchst du Eis? Wir haben noch. 40 Minuten vor Schluss, ja. Da tat mich auf einmal so weh, da dachte ich schon, ich kann gar nicht mehr fahren. Da haben wir uns schon bewundert, da ging es ja immer weiter runter. Das erste Mal war da bei der Pinkelpause, da dachte ich, boah. Danach ging es auch wieder besser. Mhm. Und nach 3 Stunden kam so ein Hammer. Dann dachte ich mir so, oh cool, Hälfte geschafft. Und dann so, bumm. Was ist das denn? Ja. Meine Fresse, ey. Ja, nächstes Mal Eisbau. Ja. Vor die Füße. Ja, da waren es die Knie. Da waren die Knie. Also, dann machst du morgen früh noch mal einen Versuch. Ja. Da geht noch was. Wir haben ja noch Zeit. Was war das für eine Nummer mit dem Scheibenwischer? Ja, voll geil. Ich hatte auf einmal... hatte ich irgendwie nicht abgebaut und dachte, ne, eigentlich ist das unclever. Aber es hat geregnet dann. Das war eigentlich ganz geil. Ich fahre einfach und bis dann der Schmerz kommt, dann muss ich irgendwie was nehmen. Ich glaube, ich habe so, so macht man das. Ich habe so eine Überdosis von diesen Salztabletten genommen. Ich weiß nicht, ob das gleich auch irgendwelche Folgen hat. Ich war mir irgendwann nicht mehr sicher, wie viel man davon, davon nehmen darf. Eine aber jedes Mal, wenn der Krampf kam, dachte ich, naja, rennt hin damit. Ne? Und ging auch ganz gut. Also, hilft mal einer dem alten Mann da raus. So, ich hole noch ein bisschen Eis, ne? Hey, 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 hey. Ich bin mal gespannt, wie die Reifen. Ja, der Schuhen war auch ein bisschen. Verbrenn dir nicht die Finger, der ist jetzt noch. Oh, der, du kannst noch 6 Stunden fahren. Hat er überhört. Matthias ist erfolgreich angekommen. Nun sind nur noch 3 Fahrer auf der Strecke. Ruben und Holger. Beide wollen den 24-Stunden-Weltrekord brechen und Melchior auf seinem M5 Carbon High Racer, der kurz nach Matthias gestartet ist. Daher hat auch er bald seine ersten 6 Stunden geschafft. Nach 6 Stunden wird Melchior erstmal einen Boxenstopp machen und schauen, ob er noch weitere 6 Stunden fährt, um sich an dem 12-Stunden-Rekord zu versuchen. Deine Getränke sind hier! Ja, dann hopp hinterher! Hinterherkommen! Hinterher, sagt er! Ja, man kann essen und alles Zeug hier verbinden. Achso, war das nicht dein? Ja, ja. Ja, das ist ja gut. Hier ist mein Sitz. Der Roland hat alles rausgeräumt. Ja, wir hatten es alles hingestellt. Danke! Ja, ist super lieb. Hey, guten 42er Schnitt hast du jetzt noch. Ich muss mal einen Ich muss einen offiziellen reinreichen. Wir haben es nicht geschafft, die Grablichter anzumachen. Die gehen immer wieder aus. Du gehst nicht hin. Ich schau mal. Du fährst jetzt mit Licht? Ich fahr mit Licht. Ich fahr gleich weiter. Dann wirst du die Strecke sehen. Aber ich schau mal. Ich hatte ja letztes Mal gar nichts mehr zu trinken. Jetzt habe ich vorbei. Setz dich kurz. Sag, was du brauchst, dann wird es besorgt. Obwohl Melchior für dieses Wochenende gar kein Team mitgebracht hat, wird er von einigen Freiwilligen dennoch umsorgt. Einige andere Helfer sind im Hintergrund noch mit Hochdruck daran bemüht, die Grablichter anzubekommen. Das Problem ist, dass der Wind diese ständig auspustet. Daher wird versucht, das Gefäß so umzukonstruieren, dass die Kerze weiterhin brennt und nicht vom Wind ausgepustet wird. Zudem sollte sie auch nicht vom Wind umgepustet werden. Die Grablichter sind dazu gedacht, eine Leitlinie für die Fahrer auf der dunklen Strecke zu bilden. Nach der Pause war Melchior ganz schön ausgekühlt und sein Start daher etwas wackelig. Er wird versuchen, sich in den ersten Minuten in Ruhe wieder warm zu fahren, bevor es dann mit Rekordtempo weitergeht. Mittlerweile hat sich Matthias wieder etwas frisch gemacht und wird uns nun etwas über sich und seinen Rekordversuch erzählen. Ja, ich bin Matthias König. Heute bin ich hier 6 Stunden gefahren, aber einen 6-Stunden-Weltrekordversuch
gemacht, das habe ich schon zweimal gemacht und habe mir jedes Mal danach gedacht, nee, das mache ich nie nochmal. Heute war es jetzt schon wieder so lange her, dass ich vergessen habe, dass ich das nie wieder machen wollte. Also habe ich es mal wieder gemacht. Und es hat auch funktioniert. Also ich habe den Rekord wieder gebrochen. Was war der Alter und was hast du jetzt gefahren, Pro? Ja, mein Alter war bei 62,7. Dann hat mir ein Australier den mal weggenommen. Das ist ja blöd. Der hat, glaube ich, 63,8 ist der gefahren. Und heute bin ich dann mit 64,7 ins Ziel gekommen. Also konnte ich mir zurückaufen. Wie hast du dich auf das Event heute vorbereitet? Bei dir körperlich als auch vielleicht am Fahrzeug? Fangen wir mit dem Fahrzeug an, da hast du nicht mehr zu erzählen. Ich fahre ein Velomobil von Velomobil.nl, das Snook. Das ist ein bisschen besonders. Hier vorne ist zum Beispiel bei dem Snook hier das vernünftig anlaminiert worden, sodass hier keine Kante entstanden ist. Hier ist so ein extra Einsatz, um hier nochmal extra Luft in den Nagelbüchs reinzubekommen. Wir haben eine Alas war so nett und hat mir noch eine extra Rennhaube hierfür laminiert. Hier hinten am Fahrzeug ist dann nochmal ein extra Luftauslass, um hier eben die Strömung aus dem Fahrzeug rauszulassen und dass die dann auch vernünftig anliegt. Und der Dennis aus Frankreich, seinen Nachnamen kann ich leider nicht aussprechen, muss er mir verzeihen, hat mir noch so eine Verlängerung für meinen Snook gebastelt, sodass ich da eben auch noch mal ein paar km/h gewinnen konnte. Genau, das zum Fahrzeug. Ich muss mich setzen. Ja, meine Vorbereitung war vielleicht eher ein bisschen durchwachsen. Ich pendel halt täglich mit dem Velomobil zur Arbeit, aber so ein bisschen die Langstreckenfahrten konnte ich leider in meinem Alltag mit meinen Kids nicht unterbringen. Da hätte ich vielleicht nochmal nachschärfen, sofern ich das dann wirklich nochmal mache. Ich glaube, dann müssen wir erst wieder ein paar Jahre vergehen. Was sind das Besondere an 6 Stunden? Ich bin ja sonst auch schon mal 1 Stunde gefahren. 1 Stunde ist, da geht es dir gleich schlecht. Bei 6 Stunden fühlst du dich die ersten 2 Stunden eigentlich noch ziemlich gut. Dann denkst du, boah, hast du ja immer noch 4 Stunden zu fahren. Und also diesmal war es auch tatsächlich mal wieder so, nach 3 Stunden kam dann der Mann mit dem Hammer und meinte, jetzt fahr mal nicht weiter. Ist irgendwie das, dass du mal das abwägen musst, wie viel kannst du noch, also wie hoch kannst du Pace fahren, weil du musst ja eine hohe Pace fahren, weil du ja schnell fährst im Vergleich zu 24 Stunden. Wo es halt auch ultra lang ist und bei 6 Stunden muss man versuchen sozusagen das Maximum an der Pace sozusagen da so dran zu kratzen, damit der Mann mit dem Hammer halt nicht kommt. Eigentlich geschafft. Aber dann ist es halt, ja, dann muss man die Zähne zusammenreißen. Wie hast du das gemacht? Ja. Hast du dafür Tipps? Irgendwelche Wunderwaffen? Nee. Ich habe die Schuhe nochmal getauscht, das hat ganz gut geholfen. Einfach nochmal eine neue, ein bisschen andere Position. Also es sind beide Schuhe, die ich nicht viel fahre. Ne? Also aber die Cleats sind halt ein bisschen unterschiedlich eingestellt und dadurch kriegt man einfach nochmal durch das andere Volumen des Schuhs, kriegt man nochmal einen bisschen anderen Druck. Das hilft dann nochmal, vielleicht die Schmerzen im Fuß zu reduzieren. Ja. Kurz stoppen hilft halt auch, um einfach Last vom Pedal zu kriegen, sonst einfach mal kullern lassen. Ist tatsächlich auch, und auch länger kullern lassen und nicht nur einfach mal ein bisschen weniger treten, sondern wirklich aufhören zu treten. Ja. Bei mir haben jetzt ganz gut die Salz- und Salztabletten geholfen. Die das hat dazu geführt, dass ich eigentlich keine Krämpfe gekriegt habe, obwohl ich mal gemerkt habe, dass jetzt welche kommen könnten und dann Salztablette rein, 5 Minuten später war wieder okay. Also, aber zu viele ist dann auch schlecht. Ich weiß nicht, also gerade gut, also so richtig gut geht es mir gerade nicht. Ich weiß nicht, ob es an dem Konsum der Salztabletten liegt. Das kann ich dir morgen sagen. Müssen wir nochmal telefonieren. Gerne. Was bedeutet Velomobilfahren für dich persönlich?
ultra effizient, also super schnell irgendwie ans Ziel kommen zu können, wetterunabhängig, man muss sich keine Gedanken machen, was ich ziehe ich an, man fährt einfach los, einfach ich fahre auch super gerne schnell, also ich mag das einfach schnell zu fahren, ich mag auch gerne Autos einzuholen, das kann man mit dem Velo mobil, also Autos überholen ist vielleicht übertrieben, aber das ist schon einfach eine geile Art, sich fortzubewegen, würde ich sagen. Alles klar, vielen Dank und herzlichen Glückwunsch. Ja, danke dir. Bleib sitzen! Ich muss mal auf Toilette. Ja, bleib sitzen, wir schieben dich durch. Mach die Bremse raus. Jo. Mach die Bremse raus. Bleib sitzen. Okay. Bremse raus. Ja. Gut. Lenken, leicht lenken. Ja, wieso? Kommst du gleich rein. Ein bisschen hochheben, ne? Alles gut, das wird gehen. Zack. Also langsam merke ich auch mal meine Beine. 900 sagt man gar nicht. Ja, das Respekt. Großer cool, Respekt. Ja. Aber ich brauche das jetzt gar nicht mehr. Nach ungefähr 900 Kilometern macht Ruben seinen nächsten Boxenstopp. Dafür holt ihn das Team samt Fahrzeug in die Halle, da es dort wärmer ist und Ruben sich in der Pause kurz etwas ausruhen soll. Bei diesem Boxenstopp werden nicht nur die Vorräte aufgefüllt und das Fahrzeug gecheckt, auch Ruben bekommt einen neuen Satz Klamotten und das Fahrzeug wird von innen durchgewischt, damit kein Salz von vielem Schwitzen für Reizungen sorgt. Ruben hat mittlerweile den dritten 5-Liter-Kanister ordentlich leer getrunken. Das war gut. Du bist gut in Zeit. Danke. Ihr seid auch ein super Team. Also, das klappt wie am Schnürchen mit euch. Ja. Und keine technischen Probleme bis jetzt. Das ist sehr gut. Ja. Ist das von mir? Ja. Ich hab dir ein bisschen mein Instagram gestalkt, damit du ein bisschen ja, Stimmung hochkriegen hier. So, das war so auch ein bisschen hier. Dann erstmal oben dann. Nicht vergessen, nachher wieder hochsehen, ne? Wie ist das? Mein Fahren? Fahren? Ja, ja. Gut, prima. So, ja. So, dein Handpunkt, ne? So, kann ich? Du kannst. Du kannst. Los. Okay. Yeah, auf geht's! Okay, kurzer Lichtstopp, Lichtwechsel, dann kannst du weiter. Total geil, eine Stunde noch, dann ziehst du jetzt durch. Alter, Respekt. Echt Hammer. Richtig krasser Typ. Ich hoffe, es passt mit der Kurbel. Das hoffe ich auch. Melchior hat noch circa eine Stunde von seinem 12-Stunden-Rekordversuch übrig. Es wurde bei einem kurzen Stopp geschaut, ob ein stärkeres Licht bei ihm passt, wodurch er besser die Strecke sehen würde. Leider hat es nicht gepasst und Melchior ist nach sehr kurzer Zeit wieder weitergefahren. Okay, komm ran. Weiter, 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 weiter. Weiter, hier. Und halt an. Okay. Fahren wir zur Halle, Holger, ja? Das ist ja prinzipiell auch eine gute Sache. Ganz stark. Ich schlafe drüber. Heute bin ich wieder vorne. Auch Holgers nächtlicher Boxenstopp wurde von seinem Team in die Halle verlegt. Hier wurde sein Fahrzeug gecheckt und alles neu aufgefüllt.
Zudem hat er eine Massage für Beine und Füße bekommen. Das ist wichtig, da die Gliedmaßen bei so einer langen Belastung mit der Zeit anfangen können zu schmerzen. Somit kann man diese Schmerzen hoffentlich eine Zeit lang vorbeugen. Holger hat, warum auch immer, den Kaffee während seiner Pause nicht vertragen und der Körper hat ihn abgestoßen. Ist frei und los geht's! Go, 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 go! Auf geht's! Tough wie Holger ist, geht es kurz danach dennoch wieder zurück auf die Strecke. Sein gesamtes Team gibt neben der Strecke jetzt alles, um ihn etwas zu motivieren und wenigstens kurzzeitig hoffentlich etwas abzulenken. Letzte Runde! Komm, Mensch! Auf geht's! Achtung, Achtung, Platz frei machen. Sagt er nach 12 Stunden. Genau. Danke. Oh. Jetzt lassen wir dich die nächsten 2 Stunden hier so liegen? Oder? Ja. Dick einpacken. Hat jemand eine Jacke? Können wir dich in die Decke geben? Ja, kannst, wenn du kurz festhältst, oder kannst du stehen alleine, dann kriegst du meine Jacke erstmal übergeschoben. Ich hab sonst da im Auto eine Jacke. Guck mal, die ist wärmer noch. Zack. Da musst du jetzt mit klarkommen. Jetzt läuft es so gut. Lass mal nicht mehr überfahren. Danke. Gut, glaube ich. Ja, wenn wir das mitbekommen haben. Danke. Danke, Alter. Du bist ein Viech, ey. Sehr gut. Krass, 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 krass. Stark. Ich konnte einfach dieses Zeug jetzt nicht mehr trinken. In meinem Auto. Also. Erste Hochrechnung 463,5. Also, du schaffst den Einzug ins Kommunalparlament. Ah, nee, Dings, andere Hochrechnung. Viel zu einfach für Italien. Das reicht bei einem. Wollen wir mal dich vorne und hinten ausziehen? Du kannst dich halten. Wir halten dich. Okay. Alles gut. Es mag sich vielleicht wackelig anfühlen, aber ich glaube, du hast keine Chance hier umzukippen. Genau, ich hab jetzt hier gerade das Rad, deswegen. Erstmal muss ich so nach hinten rutschen, Ja. Ich hier weg vom Lenker. Was ist das für ein komischer Lenker überhaupt? So was kann man auch gar nicht fahren, außer wir sehen uns gar nicht. Genau, dann fehlt das Fähnchen. Ein Stück nach vorne. Sollen wir die Jacke einmal kurz wegnehmen, dann müsst ihr mit dran. Nach vorne. Halt die umkippen. Ja, klar. Wo willst du absteigen? Zu welcher Seite? Erstmal hoch. Und dann muss ich ein Bein hoch. Das Rad muss nach vorne, wenn er hochgeht. Ja. Super. Raus, oder? Super. Ich wollte sagen, komm ich unten runter durch? Ja, komm ich. Guck mal, da brauchst du niemanden. Nicht mal Beinchen lüpfen. Sorry, ich stinke. Das wäre uns doch gar nicht aufgefallen. Willst du dich hinlegen? Melchior ist völlig fertig im Ziel angekommen. Er hat sowohl den 6-Stunden-Weltrekord als auch den 12-Stunden-Weltrekord geknackt. Martin und Roland haben sich um Melchior gekümmert und ihm vom Duschen bis in den Schlafsack geholfen, da sich Melchior kaum selbst auf den Beinen halten konnte. Ich bin ruhig.
Erstmal einen Kaffee am Morgen. Kaffee schwarz, Zucker, ja, Milch? Ja, ohne alles. Ohne alles? Ja. Perfekt. Ohne Milch, ne? Ja, ist. Was ist die Vorstellung? Moin, ich bin der Ruben. Ich habe immer einen Kopfhörer in der einen Seite. Gut? Ja. Ohne mal einen Kaffee, es ist ja jetzt morgens. Okay, alles klar. Der morgendliche Kaffee. Koffein. Nee, weil ich müde ist, wäre das fatal, wenn ich einschlafe, wenn ich in Sekundenschlaf komme. So viel Koffein nehme ich natürlich sonst nicht zu mir. Ne? Muss du aufs Toilette? Nö. Nö. Dann lasse ich sonst laufen. Oh. Und es fühlt sich gut? Naja. Hier ist warm genug, brauchst du Sachen. Relativ. Willst du aussteigen? Schön. 6.04 Uhr. So. 4 Stunden. 4 Stunden. Nicht ganz. Nicht ganz 4 Stunden. Holger kommt auch raus. Holger kommt rein. Schuhe schon mal lockerer Schuhe gemacht. Machen. Achtung, Holger kommt. Könnt ihr ein Stück weiter vor? Ne? Ja. Bremse auf. Zack. Mach mal locker. Warte, er kommt dann rein. Zack. So. Lenken! Ja? Lenken! Weiter links! So, jetzt weiter geradeaus. Los! Go, go, go! Moin, Männer! Moin! Moin! Das Wasser ist am Tage. Wie viel hast du da drin? Ich habe ein Biss vorhin gemacht, ging gar nichts. Hatte so einen Hunger auf Semmel, aber. Auf das Ding. Auf das Ding wieder? Warte. Zwei. Alles frei, kannst raus. Nächste Runde raus, Ruben. Nächste Runde raus. Das Team von Ruben war durch diese Sprachnachricht sehr alarmiert, weil Ruben scheinbar kurz vor dem Einschlafen ist. Daher soll er direkt rausfahren. Ja, alles gut. Ich bin nur kurz. Du bist da. Alles in Ordnung, ja? Ich bin nur kurz, ganz kurz, einfach nur stehen, die Augen zu machen. Weil ich muss die Augen entspannen, weil die ganze Zeit die Augen aufhaben, ist ja anstrengend. Okay, alles gut. Ich bleib einfach hier. Und kannst du 5 Minuten Wecker stellen und mir einen Kaffee bringen in der Zwischenzeit? Kaffee ist da. Okay. Kleine danke. Becher. Mach mal kurz dein Ding auf. Was? Mach mal auf. Ja. Lassen wir ein paar Minuten Ruhe. Okay? 5 Minuten. Alles gut, machen wir. Schnell weiter. Thank you.
So, willst du los? Ja, alles klar. Gut. Mach zu. Welchen Gang hast du drin? Alles klar. Ja, einfach nur irgendeinen Scheiß machen, dass er ein bisschen Ablenkung hat, dass er sich freut. Ruben! Goal! Holger! Fahr weiter! Go! Auf geht's! Go, 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 go! Warum fährt Ruben denn auf einmal in einem grünen Velomobil? An seinem roten Milan hat der Rekordreifen nach über 1000 Kilometer ein Loch bekommen. Dadurch hat er schnell auf sein Ersatzfahrzeug gewechselt. Sein Team kümmert sich jetzt darum, seinen roten Milan schnell wieder flott zu bekommen. Brauchst du eine Luftpumpe? Er holt ein Ding. Auf geht's, Ruben! Nur mit ordentlich Gewalt konnte der garstige Pro One TT von der Felge gelöst werden. Mit neuem Reifen hat Ruben nun am Rand der Strecke wieder ein Ersatzfahrzeug stehen. Für Holger und Ruben sind die letzten Stunden angebrochen. Ruben legt Holger dabei mit einer etwas höheren Durchschnittsgeschwindigkeit voraus, aber noch ist nichts entschieden. Mittlerweile ist Melchior nach einigen Stunden Schlaf etwas von seiner Fahrt erholt und erzählt uns nun etwas über sich und seine Rekordfahrt. Ich bin der Melchior, Melchior Forum, und ich war hier jetzt am Wochenende, am Rekordwochenende, der einzige Unverkleidete mit meinem M5 Carbon High Racer. Hier sieht man jetzt nur das Hinterrad, der Rest ist schon verpackt. Mit Ach und Krach habe ich das geschafft, nachdem ich von 3:45 gestern Nachmittag bis heute früh um 3:45 mit dem Teil gefahren bin. Durch Wind und Regen und jetzt ziemlich kaputt bin. Ja, ich muss noch weiterfahren bis nach Zürich heute, wo morgen die Arbeit ruft. Darum ist alles schon verpackt.
Wie hast du dich auf das Event vorbereitet und was sind so das Besondere an 12 Stunden unverkleidet, generell 12 Stunden vor allem auch unverkleidet fahren? Ja, also dieses Event war für unsere Verhältnisse sehr früh geplant, sehr gut geplant auch, sodass wir Fahrer auch einigermaßen Zeit hatten, uns vorzubereiten bzw. zu trainieren, rechtzeitig mit dem Training zu beginnen. In der Vergangenheit habe ich bereits an solchen Events teilgenommen, ist allerdings auch schon länger her. Da hatte ich deutlich weniger Zeit, um zu trainieren. Und das war diesmal etwas anders. Da ich vor 2 Jahren außerdem nach Zürich gezogen bin, habe ich sehr viele Berge und gute Trainingsstrecken vor der Haustür, die ich gar nicht alle mit dem Liegerad mehr fahre. Ich habe kein Velomobil übrigens. Ich fahre aber auch inzwischen über das Liegerad, bin ich auch zum Rennrad gekommen in den Bergen. Aber ich fahre nach wie vor und hauptsächlich Liegerad. Und ja, ich habe kein strukturiertes Training gemacht, keine Trainingspläne oder sowas. Aber ich bin habe viele Höhenmeter geschafft, 5000 Kilometer knapp vor diesem Event in diesem Jahr, in den letzten 5 Monaten, also etwa 1000 pro Monat, was für meine Verhältnisse relativ viel ist, weil ich ja Vollzeit arbeite nebenher natürlich, so wie alle hier, die allermeisten. Und hin und wieder bin ich auch um den Zürichsee gefahren, ohne Höhenmeter, das ist dann auch gut. Tut dann auch mal wieder ganz gut. Und da merkt man vor allem auch den Trainingsfortschritt, weil man entlang des Zürichsees auch einfach mal heizen kann, wenn die Ampeln einen nicht ausbremsen. Was bedeutet Liegeradfahren für dich persönlich? Für mich persönlich? Es ist ein Hobby, welches sich vor allem in früheren Zeiten, als ich noch in München lebte, auch sehr gut mit dem Alltag verbinden ließ. Jetzt in Zürich fahre ich eigentlich Liegerad oder Liegevelo, wie man dort sagt, um das Liegeradfahren willens und weniger im Alltag, weil ich da die Bahn vor der Tür habe und in der Bahn teilweise auch arbeite. Außerdem habe ich nur 9 Kilometer, das ist dann kein wirkliches Training, da lohnt sich das Schwitzen nicht und das Duschen danach. Es bedeutet für mich ein Gefühl von Freiheit, Komfort, Schnelligkeit. Also ich mache das ja durchaus auch als Freizeitsport neben der Arbeit. Den Kopf frei bekommen. Hattest du neben dem Wetter an diesem Wochenende noch irgendwelche Probleme oder lief sonst alles reibungslos? Ich glaube, im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden mit meiner Vorbereitung für meine Verhältnisse. Klar, man kann immer dieses oder jenes noch besser machen. Ich habe jetzt zum Beispiel bei meinem Rad nicht eine der beiden Bremsen abgebaut, dann wäre es noch aerodynamischer gewesen. Oder vielleicht noch ein anderes Vorderrad verwendet, was nicht ganz so windanfällig gewesen wäre. Aber im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden. Das Wetter war natürlich eine große Herausforderung, der Wind und der Regen. Das habe ich als unverkleidet Fahrender wahrscheinlich auch mit allen Teilnehmern hier am Wochenende am meisten gemerkt. Aber es war ein Abenteuer und es ist auf jeden Fall wert, hier gewesen zu sein und es auch probiert zu haben, trotz der Umstände. Die letzten Minuten haben für Ruben begonnen. Alle Helfer, Zuschauer und sein Team stehen neben der Strecke und feuern die beiden Fahrer kräftig an. Ruben mobilisiert seine letzten Kräfte und überholt auf den letzten Runden Holger noch einmal. Yeah!
Ruben ist nach 24 Stunden mit 1256 Kilometern ins Ziel gekommen. Das entspricht einem Schnitt von guten 52,3 km/h. Lasst uns schauen, wie ihn sein Team empfängt und wie sein Zustand nach solch einem Ritt ist. Danke für die Unterstützung. Ja. Danke für die geile Leistung. Ohne euch hätte ich es nicht geschafft. Nein. Danke. Wann ist das eine, aber. Ohne Team ist man nichts. Das war auch geil. Achtung, Holger kommt! Danke für deine Unterstützung. Deine Unterstützung. Holger, go! Aber ich glaube, du hast es geschafft. Boah, du! Alter, das ist so geil. Ich muss duschen. Ja! Wenig später ist auch Holger in seinen finalen Runden. Dabei wird natürlich auch er noch einmal kräftig von allen vor Ort angefeuert. Das war der Hammer hier. Ja. Unglaublich. Dankeschön. Wir haben ja nicht für alle. Sehr schön. Ja, genau. Ja, behält man dann bei, weißt du? Macht man sowas geplant? Super einfach. Was hast du denn getan? 12,56. 12,30 habe ich meinem Freund vorher gesagt. Er hat gefragt, was willst du fahren? Ich habe gesagt 12,30. Das war natürlich ein eindeutiger Vorteil, ne? Dass es mehrere Leute hier auf der Bahn waren. Ja. Konnte man. Hast du das als Vorteil empfunden? Ja, du kannst ein bisschen spielen, ne? So mit oben haben wir ja so ein bisschen. Du hast es ja hinterher gemerkt, als du alleine auf der Bahn warst, ne? Das ist, du kennst ja den Unterschied. Also die anderen waren ja alle nie alleine auf der Bahn. Echte Vorteil. Da war es dann auch schon wurscht, oder? Jetzt die letzten 20 Minuten war es auch schon. Ja, da war es wurscht. Ja. Aber sonst hat es echt geholfen. Ja, klar. Ja, ich auch. Gut, ja. Ja, was habt ihr? Mein Battle-Partner! Ich hab zu spät geschickt, dass meine Mühle nicht läuft. Ich hab ja nicht geschlafen. Ich bin auch so gefahren. Ja, das ist ja auch technische Probleme noch mehr als ich. Oh, alles gut. Ja, ne?
Essen. Nicht voll. Ja. Nee, aber es war super, dass du das auch möglich hast. Ja, das war zweimal. Das war zu zweimal. Das war wirklich super. Ja. Oder noch mehrere. Ne? So, aber es ist ja doch dann. Ja, ich sag mal, das war es schneller, aber es ist ja doch ein ähnliches Tempo, ne? Wenn man sich dann immer mal überholt und ja, teilweise bisschen danach Motivation. Ich schon nicht gesehen, bisschen Motivation. Ein bisschen Motivation. Alle Fahrerinnen und Fahrer sind mit ihren Fahrten fertig. Riesen Respekt an alle Fahrerinnen und Fahrer, die an diesem Wochenende gestartet sind. Die Bedingungen waren nicht wirklich gut und dennoch zu starten zeigt einiges an Stärke. Herzlichen Dank an die Organisatoren und alle Helfer und Helferinnen vor Ort. Ohne euch wäre so ein Event nicht möglich. Lassen und das zu einem guten Ende gebracht haben. Vielen, 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 vielen Dank dafür. Ich fand, dass es noch am Ende super geklappt hat. Wir haben super Erfolge erzielt, finde ich. Deswegen nochmal herzlichen Dank an alle. Damit würde ich sagen, sind wir durch. Dankeschön. Ja.